dann herzlich willkommen zu unserer Spieltagspressekonferenz anlässlich des Spiels gegen den MSV Duisburg, morgen im Park. An meiner Seite unser Trainer Uwe Koschinat und unser Kultstürmer, darf ich ja wohl sagen, Sebastian Jakob. Ich schlage wieder vor, dass wir dreigleisig vorgehen. Die Trainingswoche, die diesmal ein bisschen länger war, erstmal Revue passieren lassen, dann ein bisschen was zum Spiel, zum Gegner und am Schluss von mir wieder ein paar organisatorische Dinge, um den Ablauf des morgigen Spieltags ein bisschen zu koordinieren und neue Infos zu geben, wie der Spieltag sich dann gestalten sollte. Das Wort hat unser Trainer. Vielen Dank. Ja, es ist tatsächlich so, das habe ich ja unmittelbar nach dem Spiel auch thematisiert, dass wir jetzt diese gut zwei Wochen schon genutzt haben, um in unterschiedlichsten Bereichen schon sehr, sehr intensiv zu arbeiten. Es galt zum einen eben so die unterschiedliche körperliche Ausgangssituation einfach zu vereinheitlichen durch eine sehr, sehr hohe Dichte an Trainingseinheiten, durch eine entsprechende Intensivität, die wir einfach brauchten, um körperlich nochmal auf ein anderes Niveau zu kommen, um diverse Lücken auch zu schließen, andere Spieler aus einem guten in einen sehr guten Zustand zu bringen. Und das musste logischerweise einhergehen. Ich glaube, das hat spätestens das Spiel gegen Osnabrück, wo wir unter Stress eben nicht unsere wirklich gute Leistung auf den Platz bringen konnten, ging es logischerweise darum, einfach auch Spielabläufe zu verbessern. Das fängt damit an, dass wir eine höhere Sicherheit brauchen im eigenen Ballbesitz, dass wir unser Spiel von hinten heraus einfach beschleunigen, dass die Abstände zueinander besser werden, wir den Gegner auch viel über einen viel, viel längeren Zeitraum einfach mit eigenem Ballbesitz dominieren können. Dann geht es natürlich auch darum, dass wir eine einheitliche und geschlossenere Idee gegen den Ball entwickeln, dass wir vor allen Dingen auf der letzten Linie auch wieder die Stabilität aus dem Havelse-Spiel uns zurückholen. Da muss man fairerweise dann wahrscheinlich auch sagen, dass Osnabrück einfach in der Offensive ein deutlich anderer Gradmesser war. Und nichtsdestotrotz dürfen wir nicht wegdiskutieren, dass wir aus der Überzahlsituation dann auch einfach gerade auf der letzten Linie viel zu wenig gemacht haben. Also im Normalfall könnte man vielleicht verzeihen, dass wir in einem 11 gegen 10 jetzt am zweiten Spieltag nicht irgendwo ein Chancenfeuerwerk uns erarbeiten, aber definitiv hätte natürlich nicht passieren dürfen, dass wir zweimal in Rückstand geraten und ehrlicherweise gerade in der letzten Phase der zweiten Halbzeit ja auch mehrfach irgendwo schon sehr, sehr viel investieren mussten, um das 1:3 zu verhindern und nicht so sehr den Ausgleich zu machen. Deswegen glaube ich, wir sind ausreichend kritisch mit uns selbst umgegangen in dieser Phase und haben aber wirklich in den Abläufen sehr, sehr viel aufarbeiten können. Und deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir prinzipiell viele Spieler in diesen zwei Wochen nochmal auf ein komplett anderes Niveau gehoben haben und dass die Ausgangssituation jetzt vor dem Duisburg-Spiel eine deutlich andere ist. Kleine Hiobsbotschaft müssen wir in jedem Fall mitnehmen in dieses Spiel. Manuel Zeitz Einsatz steht jetzt unter einer gewissen Unklarheit. Er hat sich heute Nacht eben mit starken Magenschmerzen abgemeldet und es wird jetzt ärztlich geklärt, was die Ursache dafür sein könnte. Das ist ja sehr, sehr weitreichend, dieses Feld, was daraus folgen kann. Und da gibt es die eine Möglichkeit, dass sich das sehr, sehr schnell bessert und er dann über Nacht möglicherweise dann auch das Signal gibt, morgen spielen zu können. Heute im Abschlusstraining ist er definitiv nicht dabei. Die zweite Variante wäre eben eine relativ frühe Absage und dann brauchen wir jetzt logischerweise in der Kürze der Zeit auch die entsprechenden Alternativen, die wir uns durchdenken müssen. Mich hat die Botschaft eben auch eben erst erreicht und deswegen müssen wir schauen, was wir aus der Sache machen und ist eben so die eine Unbekannte für den morgigen Tag. Ja, Sebastian, du kommst ja aus einer Verletzung. Ist da so eine 14-tägige Vorbereitungsphase ein Vorteil oder sagst du, es wäre besser gewesen, wir wären im Rhythmus geblieben, wir hätten noch ein Pokalspiel gehabt? Naja, ich denke, dass es natürlich immer von Vorteil ist, wenn man im Spielrhythmus ist, ne? Also das ist ganz klar, aber andererseits muss man halt auch die Chancen sehen, die eben in so einer Pause dann auch liegen. Wie der Trainer ja schon gesagt hat, haben wir da auch wirklich, sage ich mal, im konditionellen Bereich noch gearbeitet, auch an der Spielfitness gearbeitet und ich denke schon, dass wir da nochmal einen großen Fortschritt machen konnten. Und andererseits kann man natürlich taktische Dinge, die vielleicht jetzt noch nicht perfekt gelaufen sind, nochmal aufarbeiten. Ich denke, auch das ist uns gelungen. Und ja, deswegen die Zeit einfach sinnvoll genutzt, um jetzt hoffentlich bestens vorbereitet dann morgen ins Spiel zu gehen. Wirkte dann ja wie ein kleines Trainingslager praktisch vorm Spiel?
Ja, mehr oder weniger. Also ich meine, es war jetzt vielleicht vom Umfang her nicht dann ganz die Intensität eines Trainingslagers, aber auf jeden Fall nochmal gut gearbeitet. Fragen zum Themenkomplex Trainingswoche? Ja, ich meine, das jetzt so ins Blaue zu sagen, ist natürlich schwierig. Also ich fühle mich schon sehr gut. Mittlerweile sind es ja auch, ich weiß nicht, 5 Wochen oder so, die ich jetzt wieder voll im Training bin. Und ja, dementsprechend merke ich halt auch eigentlich von Tag zu Tag, dass es immer besser wird und fühle mich jetzt einfach spielbereit. Ob es dann für 90 reichen würde, das wird man dann irgendwann sehen, wenn ich dann in der 60., 70., 80. rumlaufe. Ja, ich glaube, das müssen wir mit Sicherheit auch berücksichtigen. Aber ich denke, dass wir jetzt nicht in der Situation sind. Das hat mein Kollege vom MSV, der jetzt unmittelbar vor einer dichteren Belastung steht, ja auch schon ausgeführt. Jetzt ist eigentlich nicht der Zeitpunkt, um ausschließlich schon über die Aufteilung von Kräften zu reden, sondern nach der Heimniederlage sollten wir schon sehen, dass wir natürlich einfach die optimalste Verfassung für das kommende Spiel auf den Platz bringen und nicht so weit nach vorne zu denken. Da bin ich sehr, sehr froh, dass Sebastian so weit ist. Ich würde es ganz klar so formulieren, dass Sebastian Jakob in allen Teilbereichen, die Fußball ausmachen, jetzt wieder bei 100% sind. Und der eine unbekannte Faktor ist eben die Zeit, über die er diese hohe Aktionsdichte dann auch tatsächlich gehen kann. Aber es gibt nichts mehr, was wir in irgendeiner Form negativ berücksichtigen müssten bei ihm. Es gibt, wir sind ja in einer guten Kommunikation, auch zwischen den Einheiten keine Rückschläge. Deswegen konnte er das volle Programm durchziehen und ich sehe auch überhaupt keine Teilbereiche mehr, in denen irgendwo Defizite da sind. Und deswegen, ja, möchte ich das tatsächlich so ein bisschen als die Unbekannte in das morgige Spiel auch fließen lassen. Denn natürlich wird der Gegner auch sich seine Gedanken machen, wie verändert sich die Statik eines Spiels des 1. FC Saarbrücken, wenn beide auf dem Platz stehen oder wenn es möglicherweise einen Personaltausch gibt. Aber von meiner Seite aus ganz klar ist Sebastian Jakob jetzt ein ganz klarer Startelf-Kandidat für die Zukunft. Und wie lange das tatsächlich ginge, können wir beide nicht sagen. Denn wir haben eben jetzt nicht eine Situation gewählt, in der wir gesagt haben, wir machen mal ein Testspiel und schauen gegen einen adäquaten Gegner, wie lang kann das gehen, sondern haben uns eben für die Variante, möglichst viele Trainingsinhalte in einer gewissen Dichte zu vermitteln, entschieden. Denn am Ende, wenn du so ein Testspiel machst und willst einen Spieler über einen langen Zeitraum in diesem Testspiel belasten, dann richtest du logischerweise alle Trainingseinheiten auch sehr, sehr stark an dieser Variante aus. Und wir haben uns einfach dagegen entschieden, um zu sagen, wir wollen in einer höheren Dichte von Belastungen einfach in anderen Umfängen arbeiten. Pius hat sich sehr, sehr schnell integriert. Gerade gestern in der Trainingseinheit hat man gesehen, dass er schon uns nochmal eine komplett neue Note geben kann, weil er sehr, sehr stark über den spielerischen Ansatz als Innenverteidiger kommt, nicht so primär über den körperlichen. Ich finde es auch sehr, sehr interessant, dass er uns aufgrund seiner Linksfüßigkeit eben auch eine komplett neue Note im Spielaufbau gibt, dort mit Sicherheit das Spiel auch deutlich beschleunigen kann und ich hätte überhaupt keine Angst, ihn morgen ins kalte Wasser zu werfen. Stoppelkamp mit Sicherheit schon seit Jahren. Ich glaube, dass dieser Spieler natürlich auch eine sehr, sehr hohe Bindung zu diesem Verein hat, dass er viele Höhen und Tiefen auch mitgemacht hat und mittlerweile ein prägender Faktor ist. Das sieht man in den Spielabläufen, dass er eben auch in ganz, ganz hohem Maße gesucht wird.
dass er sich natürlich auch dieses Standing über Jahre im Club erworben hat, in der Mannschaft erworben hat, dass er auch so diese Verantwortung auf sich zieht, Spiele in der Offensive zu entscheiden. Muss allerdings insgesamt sagen, dass, glaube ich, die Kaderzusammenstellung auch mit einer relativ großen Fluktuation und 11-9 dazu geführt hat, dass dann am Ende auch 5 in der Startelf gestanden haben und dass dann natürlich auch schon Hochkaräter in den unterschiedlichen Mannschaftsteilen zuverpflichtet wurden. Ich glaube, auch Rolf Felscher ist mit seiner Erfahrung, mit seiner spielerischen Klasse, ist ein absoluter Fixpunkt in kürzester Zeit geworden. Er ist ja ein Ex-MSVler, hat, glaube ich, nicht lange gebraucht, um anzukommen. Die Mannschaft hat insgesamt im Spiel gegen Havels, und das ist ja der einzige Wettkampfeindruck, den wir wirklich gewinnen konnten, eine wahnsinnig aggressive Eindruck gemacht, einen unheimlich griffigen Eindruck gemacht. Aber darüber hinaus ist es eben auch eine Mannschaft, die über wirklich gute fußballerische Fähigkeiten verfügt, mit Marlon Frei im Zentrum eben so einen Antreiber hat, der das Spiel an sich zieht, der das Spiel unheimlich beschleunigen kann. Und in der Offensive sind sie wirklich sehr, sehr schwer auszurechnen, weil sie unterschiedlichste Typen haben. Ademi, hätte ich mal gesagt, aus dem Gefühl heraus, und daran sieht man, welche Luxussituation auch mein Kollege in der Offensive hat, wäre, glaube ich, unter normalen Umständen vielleicht sogar nur die B-Lösung gewesen, weil ich glaube, dass Aziz Bouadous, der eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt hat und auch eine entsprechende Vita hat, vielleicht sogar Stürmer Nummer 1 wäre, wenn er nicht an Corona erkrankt wäre. Ne? Und insofern sieht man, der Offensive haben sie viele Optionen, haben körperlich starke Spieler, haben viel Geschwindigkeit. Das ist eine sehr, sehr interessante Kaderzusammenstellung. Und jetzt vielleicht so im Negativen für uns war, glaube ich, die Vorbereitung inklusive dieser Quarantäne eher so von vielen negativen Ereignissen geprägt. Der MSV hatte zu Beginn auch nicht so gute Testspielergebnisse. Es war so eine gewisse Unruhe da. Aber natürlich hat das Spiel gegen Havelse das alles aufgelöst. Jetzt fahren die mit ganz, ganz viel Optimismus hierher. Das merkt man in jedem Interview, das merkt man so an der Körpersprache. Und deswegen wissen wir schon, dass die Ausgangssituation die sein wird, dass der MSV hier mit Sicherheit mit extremst breiter Brust auftritt. Sebi, im Namen MSV Duisburg, klingt der Name im deutschen Fußball. Freut man sich da als Spieler besonders auf so ein Spiel oder sagt man ganz cool, ist ein Spiel wie jedes andere, das gewonnen werden muss? Also aus meiner Sicht ist das ein Spiel wie jedes andere. Ich glaube, in der dritten Liga gibt es genug große Namen oder auch Vereine mit einer großen Vergangenheit. Das macht natürlich immer Spaß, ganz klar, aber im Endeffekt ist das ein Ligaspiel wie jedes andere. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich würde sagen, was jetzt das Elf-Freunde-Thema angeht, ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Also ich glaube schon, dass die Truppe sich da relativ schnell gefunden hat, dass wir da auch echt wenig Konflikte haben irgendwie. Von daher würde ich sagen, das Thema Kämpfen auf dem Platz, jeder für jeden, das haben wir, denke ich, schon gemacht. Dass natürlich spielerisch jetzt noch nicht alles geklappt hat und auch dann gerade in so einer Drucksituation, wo man halt auch einfach liefern will und muss, weil der Gegner dann auch einen Mann weniger hat und jeder halt erwartet, dass das große Aufbäumen kommt. Dass das vielleicht jetzt noch nicht alles klappt, ist aber, denke ich, auch irgendwo normal. Ich glaube, das sieht man auch bei anderen Vereinen, dass am zweiten Spieltag noch nicht alles greifen kann, weil wir halt eben auch im Sommer dann einen neuen Trainer hatten, der eine eigene Spielphilosophie mit reinbringt, einen großen Umbruch mit vielen Neuzugängen und dann vor allen Dingen auch, dass in der Vorbereitung jetzt nicht jeder von Tag 1 dabei war und dann ja zum Beispiel jetzt in der Innenverteidigung auch mit Dennis Erdmann dann jemand relativ spät dazu kam und dass da die Mechanismen und die Abläufe noch nicht alle greifen können, das ist, denke ich, normal. Das haben wir aber trotzdem auch aufgearbeitet und haben da auch innerhalb der Mannschaft viel drüber diskutiert, was wir besser machen müssen. Und in Verbindung mit der Trainingswoche jetzt, denke ich, dass wir da einfach gut an uns gearbeitet haben und hoffe natürlich, dass wir das dann morgen auch auf den Platz kriegen. Ist so, dass wir komplett rückschlagsfrei geblieben sind, aber tatsächlich den Spielern
anders als viele andere nochmal sehr individuell gesteuert haben. Deswegen kann man das, glaube ich, so formulieren, dass der Spieler prinzipiell einsatzfähig ist. Es gibt also jetzt nichts, was ihn in einzelnen Aktionen minimiert, aber er hat natürlich noch einen erheblichen Aufholbedarf. Aber ist in jedem Fall jetzt ein Thema für den Spieltagskader und auch mit Sicherheit für einen Teileinsatz. Genau, also Tim sollte eigentlich nächste Woche einsteigen. Dann haben wir Sebastian Bösel, Bonet, Steven Zellner, der eben bei mir war, im guten Weg, also rückschlagsfrei, aber da wissen wir, das dauert eben noch. Und der Jonas Hupe steht eben nicht zur Verfügung am Wochenende. Ansonsten ist das schon natürlich eine Latte an Ausfällen, aber die unbekannte Zeit haben wir eben dann noch diskutiert. Robin Scheu sollte für einen Teileinsatz in jedem Fall mit im Kader sein. Gibt es weitere Fragen an den Trainer, den Spieler? Dann kommen wir zur Spieltagsvorbereitung. Wir rechnen am Samstag wieder mit Corona-bedingt voller Hütte. Der Vorverkauf lief hervorragend. Wir rechnen mit über 6.000 Zuschauern, auch mit einer relativ großen Kolonie aus Duisburg. Wir haben ja letzte Woche ein Zeitfenster geöffnet für Dauerkarten verkauft. Das ist sehr rege genutzt worden. Da haben wir 355 Dauerkarten hinzubekommen. Das muss man sogar stoppen. Dann im Nachgang, um halt die Spieltagskartenbuchung nicht zu behindern. Wir haben also 2938 Dauerkarten mittlerweile verkauft. Hinzu kommen dann über 3000 Tagestickets. Und da werden im Laufe des heutigen Tages und des Vormittags, wo noch einige dazukommen. Wir rechnen also wieder mit einem großen Verkehrsaufkommen. Wir reden bewusst nicht von einem Chaos, das es auch beim letzten Heimspiel nicht gegeben hat. Ich empfehle da doch schon immer mal eine komparative Sichtweise der Dinge. Chaos sieht definitiv anders aus. Unsere Fans kennen den Weg zum Stadion, die wissen, wie sie da hinkommen und wann sie da hinkommen, die haben sich weitestgehend, also richtig, teilweise sogar überragend verhalten. Es war eine, bis auf das Spielergebnis, sehr gute Geschichte. Die Stimmung im Stadion war klasse. Und da im Nachhinein von Chaos zu reden, ist dann aus meiner Sicht und aus vieler Sicht der Fans dann auch schon teilweise grenzwertig. Aber nichts ist natürlich so gut, als dass man es nicht verbessern kann. Ich weise immer gerne nochmal darauf hin, das war das erste Mal seit 5 Jahren, wo wir nochmal im Stadion waren, ohne Probelauf, der einfach nicht möglich war, rein Corona-bedingt und auch baubedingt. Wir waren also praktisch Generalprobe, Premiere und ein Testspiel, alles in einem. Und für diese Voraussetzung hat unser Team von der Geschäftsstelle und alle, die drumherum mitgearbeitet haben, einen hervorragenden Job gemacht. Da sind wir sehr stolz drauf. Und wir werden natürlich dann einige Dinge auch nachjustieren, weil wir jetzt natürlich Erfahrungswerte haben. Also um unsere Fans mache ich mal gar keine Sorgen. Wie gesagt, die wissen, wo ihr Park liegt, ihr Wohnzimmer. Die wissen, wann sie zu Hause wegfahren müssen. Die Lage des Parks ist normal so, wie er ist. Der war auch noch nie anders. Das ist auch keine Rückwärtsgewandtheit im Denken, dass man sagt, da kann man nichts dran verbessern. Es ist einfach so, dass Parkplätze in diesem Bereich Mangelware sein werden bis in alle Zukunft, weil es einfach auch von der Bebauung, vom Raumplanerischen her nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz hat ja die Stadt trotzdem es geschafft, das sollte man auch mal lobend erwähnen, zusätzliche Parkplätze am Stadion hinzukriegen. Also die Vorfläche West ist ja zum Parkraum ausgebaut worden für Medien und für Gäste. Das ist top Gastfreundschaft, Gastfreundlichkeit, dass jetzt Fanbusse des Gegners direkt hinter ihre Tribüne parken können, wenn sie wollen. Das gab es ja vorher alles auch nicht. Medien waren am Spieltag hellauf begeistert, dass sie einen Presseparkplatz vor dieser Westtribüne gehabt haben, Osnabrücker. Haben von ihren Situationen berichtet. Das ist ja ein Stadion, das noch mehr in der Bebauung drin ist. Da gibt es drumherum gar keine Parkplätze. Und die waren im Prinzip begeistert,
dass sie hier so nah am Stadion parken konnten. Und deswegen denke ich, man sollte immer mal auch eine Kirche im Dorf lassen und den Standort nicht schlechter reden, als er tatsächlich ist. Das ist der Traditionsstandort, da wollen die Fans hin, die kennen das. Und das ist auch akzeptiert, auch mit den, ich sag mal, eher beschwerlichen An- und Abfahrtswegen. Aber viele sind ja so clever und kommen rechtzeitig, damit sie auch rechtzeitig dann im Stadion sind. Wir können heute sehr erfreut mitteilen, dass es am Samstag mehr Parkplätze geben wird. Und zwar oberhalb der Saarlandhalle werden die rechten Fahrstreifen wieder zur Beparkung freigegeben. Wir werden dadurch 400 Parkplätze zusätzlich bekommen. Alles das Ergebnis eines ersten Spiels, wo man jetzt Erfahrungswerte hat. Also man entwickelt sich weiter. Wir sind da in sehr engen, konstruktiven Austausch mit Stadt, Polizei und Vereinsgremien. Und das ist jetzt schon mal das erste greifbare Ergebnis, wo man einfach auch sagen muss, wir sind da schon lernfähig und haben jetzt die Erfahrungswerte, die man einfach braucht, um einen neuen Standort, das ist ja fast neu, in der Stadionstruktur her und alles drumherum und Catering und so weiter, bis das alles eingeübt ist. Das wird wirklich noch ein paar Spiele dauern, aber es wird von Spiel zu Spiel besser und die Fans gutieren das auch und wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir da eine richtig gute Stimmung im Stadion weiter beibehalten werden können. Im Bereich des Caterings gibt es auch Verbesserungen. Alle Kassenteams werden diesmal geöffnet sein. Auch da hat unser Caterer jetzt Erfahrungswerte. Es wird ein erweitertes Angebot geben. Die saarländische Traditionsnahrung Liona wird es diesmal geben. Und wir werden dann nach und nach zusammen mit dem Caterer das kulinarische Angebot ausweiten. Auch da nochmal bitte um Rücksichtnahme. Das ist alles nochmal neu aufgebaut worden. Alle Imbisshäuschen sind neu, mit neuer Technik, mit neuer Kassenabrechnung. Das muss ich alles ein bisschen einspielen. Wie gesagt, wir waren 5 Jahre nicht da, da war alles anders damals. Und jetzt wird von Spieltag zu Spieltag wird einfach optimiert. Und wir werden uns da in unserem Wohnzimmer werden wir uns einnisten und es uns dort gemütlich machen, dass alle auch gerne weiterhin ins Stadion kommen. Gibt es dazu Fragen? Ja, es ist tatsächlich schade, denn ich habe ja schon mal eingangs erwähnt, dass ich eine recht hohe Zahl an Trainingseinheiten gesehen habe, dass ich auch ein Testspiel gesehen habe, das hier stattgefunden hat. Ansonsten sind ja viele U19-Testspiele tatsächlich parallel zu unseren eigenen gelaufen. Aber selbstverständlich interessiert mich das. Also immer wieder betont, dass ich möglichst vielen Spielern die Chance geben möchte, sich bei uns zu zeigen, und das Ganze funktioniert natürlich viel unproblematischer, wenn ich die Spieler selbst auch im Wettkampf beurteilen konnte und eben nicht nur im Trainingsbetrieb. Und deswegen finde ich die Ansetzung ein bisschen schade. Mit Sicherheit wäre der Sonntag dann die leichtere Konstellation gewesen, um das Spiel entsprechend zu verfolgen. Die A-Jugend-Bundesliga ist ja jetzt auch nicht so aufgebläht, dass du ähnlich wie bei uns dann so eine Masse an Heimspielen hättest. Deswegen ist es schon schade, aber morgen natürlich in dieser grundsätzlichen Konstellation schwierig unter einen Hut zu bringen. Aber Gott sei Dank, das kann man ja auch mal erwähnen, um auch ein Gefühl für die Arbeit bei uns im Club zu vermitteln, ist ja mein neuer Video-Scout gleichzeitig auch in die Abläufe bei der U19 eingebunden. Und deswegen ist es für mich natürlich eine super Gelegenheit, das Spiel zumindest dann im Nachgang auf Video zu sehen. Und vor allen Dingen nicht nur den 1:1 Austausch mit dem A-Jugendtrainer zu haben, der war eben nochmal bei mir in der Kabine und wir haben die beiden Spiele nochmal ganz kurz durchgesprochen, auch über einzelne Personalien der U19 gesprochen. Beispielsweise vielleicht interessant, dass Freddy Reckenwald in jedem Fall wieder so weit hergestellt ist, dass er morgen auch bei der U19-Alternative ist, seine Verletzung also überwunden hat. Da sind wir im permanenten Austausch und dann kann ich mir das Spiel ja auch wunderbar auf Video anschauen
und habe gleichzeitig nicht nur den A-Jugendtrainer als Gesprächspartner, sondern auch meinen Scout. Insofern sind wir dann im permanenten Austausch über den Leistungsstand der Jungs. Also es ist eine hervorragende Gelegenheit. Es ist ein Vorteil im Nachteil, dass man praktisch zwei Spiele sehen kann. Meines Wissens sind, glaube ich, 300 Zuschauer zugelassen. Rein Corona-bedingt, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, also wenn es die werden, umso besser. Umso besser auch. Ja, es geht ja um. Ja, es geht ja darum. Aber es ist ja ein guter Hinweis, auch da geht es darum, die Nachweise mitzubringen. Nochmal, also gute Gelegenheit, nochmal darauf hinzuweisen: 3G-Standards. Auch bei diesem A-Jugendspiel, damit ich sag mal, der organisatorische Aufwand nicht zu heftig wird, raten wir dazu, dass jeder die entsprechenden Dokumente einfach da auch dabei hat. Das hat ja beim letzten Mal auch wunderbar geklappt. Und wenn da jetzt Fans die Gelegenheit nutzen, sich die Zukunft schon mal anzugucken und dann später dann in die Realität eines Profispiels zu gehen, ist das ja auch kein schlechter Samstag. Vielleicht noch ein Hinweis, wir bemühen uns, wie gesagt, um Spieltagsoptimierungen. Wir bieten den Anwohnern des Rodenhofs an, dass wir in einen konkreten Austausch gehen wollen. Wir wollen da gerne mit ihnen im Dialog bleiben und einfach mal über zwanglos über Optimierungen eines Spieltags reden. Es ist klar, dass die alle 14 Tage, wo ein Spiel dann stattfindet, dort halt dieses Parkaufkommen haben. Das ist zwar unangenehm, aber wir haben auch viele Stimmen vom Rodenhof, die sagen, ich gehe selbst ins Stadion, ich kann das gut verstehen. Die haben natürlich dann fußläufig den Vorteil, da ins Stadion zu kommen, aber wir wollen da im Kontakt mit den Anwohnern bleiben und einfach mal so ein Brainstorming machen, was kann man denn aus den gegebenen Fakten, die nun mal da sind. Was kann man da am besten draus machen? Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen möglichen Ansatz, den man da noch gehen kann, um es so erträglich wie möglich zu machen. Und das ist ein Geben und Nehmen. Der Verein ist nun mal ein Herzensverein vieler Saarbrücker. Der ist nun mal da beheimatet. Und ich bin immer dafür, dass man das in einem konsensualen Austausch hinkriegt. Und ich sehe auch durchaus Ansätze, dass das möglich ist. Ja, wenn ich in die Runde blicke, alle mit zufriedenem Nicken und genügend Informationen, dann freuen wir uns auf den morgigen Tag in alter Frische, 14 Uhr im Ludwigspark gegen Duisburg. Vielen Dank.